Die Bundesanwaltschaft klagt an. Der Mord im letzten Sommer mitten in Berlin im Tiergarten war ein Auftragsmord von Putin. Hier spaziert der mutmaßliche Täter Vadim Krasikov im Gefängnishof. Und genau über diesen Fall möchte ich jetzt mit Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Außenexperte, sprechen. Herr Lambsdorff, was bedeutet diese Anklageschrift für das deutsch-russische Verhältnis? Das ist eine schwere Belastung für das deutsch-russische Verhältnis, weil das, was die Generalbundesanwaltschaft Russland vorwirft, ist, dass es hier einen Staatsmord in Berlin gegeben hat, der angeordnet worden ist von russischen offiziellen Stellen. Und damit ist es ein direkter Angriff auf die deutsche Souveränität. Und deswegen fordern wir als Freie Demokraten, dass die Kanzlerin heute beim EU-Gipfel das mit den anderen Europäern bespricht, welche Antwort da gemeinsam gegeben werden kann. Sie sprechen es gerade an, denn Maas wollte ja erst warten. Er wollte das Urteil abwarten. Dauert Ihnen das also auch zu lange? Ich finde das, was Heiko Maas gemacht hat, einfach zu sagen, naja, wir schauen mal, was wir tun. Das ist in so einer Situation einfach nicht angemessen. Denken wir bitte mal daran, was passiert ist, als die russischen Geheimdienstler in England den Sergei Skripal umgebracht haben. Da haben die europäischen Länder 140 russische Diplomaten gemeinsam ausgewiesen. Das hat man in Moskau sehr wohl vernommen, dieses Signal. Das war mehr als normal, mehr als üblich. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, es ist natürlich schwer für die Kanzlerin, glaubwürdig die anderen Europäer jetzt für eine harte Reaktion zu gewinnen, wenn gleichzeitig Nord Stream 2 fertig gebaut wird. Also eine Pipeline, mit der Gas aus Russland kommt und Euros von Berlin nach Moskau überwiesen werden sollen. Das heißt, diese klare Haltung würden Sie sich auch jetzt in diesem Fall von der Kanzlerin wünschen? Die Bundeskanzlerin kennt Wladimir Putin sehr gut. Sie kennt Russland gut, sie spricht gut Russisch. Sie weiß genau, dass die russische Politik eine ist, die unfreundlich ist gegenüber Deutschland, unfreundlich ist gegenüber der Europäischen Union. Ich verstehe daher nicht, warum Sie und Ihre Regierung dieses Pipeline-Projekt so lange hat laufen lassen. Ich glaube, das müsste wirklich abgebrochen werden, denn ich glaube, dass dieser Mord hier in Berlin wirklich im Herzen unserer Hauptstadt, ein paar hundert Meter hier von den Regierungsgebäuden entfernt, dass das ein so harter Angriff auf Deutschlands Souveränität ist, dass wir uns dreimal überlegen sollten, ob wir tatsächlich eine solche Geldpipeline nach Moskau legen, damit wir Gas aus Russland beziehen. Es gibt andere Anbieter, von denen man Gas beziehen kann. Das muss nicht nur russisch sein. Vielen Dank, Alexander Graf Lambsdorff, für das Gespräch.